Shalom und herzlich willkommen, meine lieben Geschwister, zu einem neuen kurzen Video. Ich bin momentan gesundheitlich wirklich sehr stark angeschlagen. Das heißt, ich habe mich zurückgezogen, distanziert, wirklich von alles und jedem. Und ja, auch meine Familie ist dann auch ab und zu bei den Eltern, dass ich so ein bisschen auch Ruhe daheim habe und wieder zu Kräften komme. Aber in dieser Zeit, wo ich so wenig mit meiner Familie Gemeinschaft habe, da ist auch etwas passiert, meine lieben Geschwister. Und zwar hatte ich heute ein paar Termine zu erledigen gehabt und dachte mir, okay, ich nehme unsere Tochter mit. Dann freut sie sich bestimmt, wenn wir so ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Und sie saß mehr oder weniger die ganze Zeit so schweigend, ja, im Auto und hat auch nicht so richtig auf mich reagiert, wenn ich etwas gesagt habe. Dann habe ich immer gesagt, Maus, ich liebe dich, ja, und du bist mein Ein und Alles und mein Schatz. Aber ich habe gemerkt, das hat sie irgendwie so kalt gelassen. Und ich wusste sofort, woran das liegt. Und da habe ich einfach gemerkt, dass der Herr Jesus mir auch zeigen wollte, Markus, das ist Theorie. Theoretisch können wir alles tun, was wir wollen. Ja? So oft sagen wir, ja, theoretisch würde das gehen. Und dann fragt sie sich natürlich auch, ja, wo ist denn die Liebe? Ich spüre keine Liebe. Du sagst das zwar immer, aber ich sehe keine Liebe. Ne? Und da habe ich gemerkt, dass meine Tochter gemerkt hat, dass ich in letzter Zeit immer nur theoretisch sage, ich liebe dich. Aber die Praxis, ich liebe dich, die ist ein bisschen eingeschlafen. Und ich habe ihr Herz wieder zum Leuchten bekommen, dank dem Herrn, indem ich einfach wieder mit ihr rausgegangen bin, auf den Spielplatz gegangen bin, wir geschaukelt haben, ja, und so rumgespielt und rumgealbert haben. Und da habe ich gemerkt, okay, es fängt wieder an, das Herz zu brennen. Und das war einfach eine ganz tolle Erfahrung für mich, weil jeder Papa weiß, ja, wenn sein Kind dicht macht, das tut weh. Das tut richtig weh. Ne? Und genauso, meine lieben Geschwister, schaut es auch bei uns mit dem Glauben aus. Wir können den Menschen viel von Jesus erzählen, wenn der Tag lang ist. Wir können wirklich so tun, ja. Und wie oft habe ich schon so getan, wenn wir in Gemeinschaft waren? Der Herr ist groß. Ach, der Herr Jesus, wie dankbar wir doch alle sein sollten. Wie oft habe ich solche großen Worte von mir gegeben, aber in dem Moment eigentlich gar nicht so gemeint. Ja, das sind dann so Floskeln, die kommen dann einfach so oft, ja, machen wir so große Worte mit unserem Mund. Aber in der Praxis sieht das ganz anders aus. Da fühlen wir Jesus eigentlich gar nicht richtig. Und warum? Weil wir ihn nicht leben, meine lieben Geschwister. Darum fühlen wir den Herrn Jesus auch nicht. Die Theorie bringt uns nicht weiter. Hier ein paar Bibelverse auf Facebook posten, WhatsApp-Status ein paar Bibelverse, ein Jesus-T-Shirt vielleicht noch tragen. Das ist alles Theorie, meine lieben Geschwister. Das können wir auch alles tun, obwohl wir den Herrn Jesus nicht fühlen. Fühlen tun wir ihn erst dann, wenn wir in diese praktische Liebe zu Jesus übergehen. Ihn wirklich vom Herzen verkünden, vom Herzen leben. Das ist die Praxis, meine lieben Geschwister. Und dann wird auch unser Herz wieder brennen. Ich danke ihm einfach, dass er mir das heute nochmal so deutlich gezeigt hat, dass ich meine Tochter nicht nur theoretisch lieben soll, mit dem Mund sagen soll, ich liebe dich, mein Schatz, sondern dass ich hier in der Praxis zeigen soll, dass ich sie liebe. Meine lieben Geschwister, ich hab euch lieb. Danke fürs Zuschauen. Shalom.